ich bin's Aileen vom LittyCat-Team. Ich möchte euch gerne heute einmal den Eimer erklären. Wenn ihr den Eimer aus dem Karton geholt habt, öffnet ihr den Deckel einmal hier und entnehmt den Köcher, die Schaufel und die Stütze. Nun nehmt ihr euch die Stütze und bringt diese hinten am Eimerboden an. Jetzt dreht ihr euch den Eimer vor euch und nun könnt ihr euch entscheiden, ob ihr rechts oder links den Köcher für die Schaufel anbringen möchtet. Da ich Rechtshänderin bin, nehme ich ihn rechts an. Schaufel einlegen und fertig. Jetzt könnt ihr hier hinter dem LittyCat-Schild den Deckel abnehmen. Und da findet ihr auch sofort die Nachfüllkassette. Diese einfach entnehmen und nun hier oben bei hier öffnen, open hier, die Folie abziehen. Und genau hier drin befindet sich jetzt die Folie, die ihr aus der Kassette entnehmen müsst. Das zeige ich euch jetzt. Hier ist auch noch einmal auf der Kassette genau erklärt, wie es funktioniert. Ihr müsst quasi die Folie hier oben herausziehen und durch die Mitte die Kassette wieder durchstecken. Jetzt nehmt ihr euch das Ende der Folie und macht hier einen Knoten rein. Nun zieht ihr die Kassette so hoch, wie der Eimer auch hoch ist, und die Kassette ist bereit, um sie in den Eimer einzusetzen. Jetzt wollte ich euch noch einmal kurz erläutern, dass der Eimer ohne Nachfüllkassette nicht funktioniert, da er in eine Kassettenwechselstellung verfällt, wenn man diesen Knopf ganz runter drückt. Das heißt, die Klappen sind offen. Jetzt müsst ihr euch die Nachfüllkassette nehmen, diese in den Eimer legen und einmal runterdrücken, damit es Klick macht. Jetzt ist der Eimer einsatzbereit, die Klappen sind wieder geschlossen. Man könnte abspülen. Jetzt nehmt ihr euren Deckel, setzt ihn da auf. So, nun reicht es einmal kurz zu drücken, ganz leicht, um den Deckel zu öffnen. Jetzt nehmt ihr Katzenstreu, füllt es in den Eimer und spült ab. Deckel wieder zu und ihr könnt euren Alltag freien Lauf lassen. Solltet ihr nun den Eimer entleeren müssen, weil so viel Katzenstreu drin ist, müsst ihr einmal an diesem Knopf ganz leicht drücken, dann geht der Kopf auf. Nun nehmt ihr euch diese Folie, zieht noch ein Stückchen dran, damit ihr genug Platz habt da, und könnt diese an dem Kindersicherungsmesser abtrennen. Hier macht ihr jetzt direkt einen Knoten wieder rein, damit euch keine Gerüche entgegenkommen, und ab in die Tonne damit. Anschließend die Folie wieder nachziehen, unten wieder einen Knoten machen . Eimer kommt wieder schließen und der Eimer ist wieder bereit.